Jo Leute, und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Heute zum Unboxing Starter Packs der neuen Top Smash Test Extra Serie 2022-23 zur Bundesliga. Ja, endlich sind die Karten rausgekommen und wir gucken uns heute, wie es gewöhnlich ist, eigentlich immer das Starter Pack als erstes Produkt der neuen Serie an und sehen vorne auf dem Starter Pack direkt 6 Spieler mit Arnold, Thomas, Tigges, Demirbay, Grifo und Dani Olmo. Dann den Inhalt mit Sammelmappe, 16 Karten plus eine Limited Edition. Poster mit allen Infos zur Kollektion plus Spielfeld. Dann haben wir hier noch Werbung für die App. Und wenn ich das Ganze mal sozusagen durchs Bild ziehe, sehen wir oben noch das Bundesliga- und zweite Bundesliga-Logo und das Magitex Extra-Logo. Also das so weit vorne auf der Mappe vom Cover drauf her. Dann gucken wir die Rückseite uns an, sehen hier ein Autogramm von Moukoko. 2500 Spieler mit Originalautogramm gibt es auch wieder in der Extra-Serie. Dann sehen wir neue coole Special-Cards mit den Saison-Superstars und bald verliebt Karten. Und eine der beiden neuen Legenden mit Karl-Heinz Köbel, die Frankfurter Legende, die dort jahrelang gespielt hat und auch einen guten Job dort damals abgeliefert hat. Das Ganze kostet in Deutschland und Österreich 8,90 € und in der Schweiz 11,90 Schweizer Franken. Ist ab dem 16. März offiziell erhältlich. Ich habe das Ganze jetzt schon, weil ich es im Internet bestellt habe, relativ früh. Deswegen, wenn ihr das Video seht, morgen kommt die Serie dann auch offiziell in den Kiosk. Und es ist nicht so wie bei der Magitex Extra Champions League Serie, dass sie nur online erhältlich ist, sondern sie ist wirklich dann auch im Kiosk und im Bahnhof und auch an der Tanke erhältlich. Wir gucken direkt mal ins Starter Pack rein. Mal gucken, was wir hier haben. Folie tun wir mal zur Seite. Haben dann hier einen Booster. Und das sieht mir nach gar nicht mal so viel aus, was wir hier in dem Starter Pack drin haben. Wir haben hier ein 5er Päckchen mit Limited Edition und ein ganz normales 12er Päckchen, wie sie wahrscheinlich aus dem Display sein werden. Dann haben wir hier die Vorderseite. Und ja, hier haben wir die ganzen gleichen Spieler drauf wie vorne schon auf dem Cover, auf der Folie. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Checklist an. Wir haben hier erstmal die Bundesliga Update Card, sozusagen die drei Spieler, die pro Club ja sozusagen immer jedes Jahr dabei sind. Die ziehe ich euch einfach mal hier durchs Bild. Könnt ihr gerne pausieren, wenn ihr die sehen wollt. Dann haben wir die neuen Ballverliebt-Karten, aber es scheinen wohl auch keine Special-Karten zu sein. Die kommen direkt dahinter. Dort hat jeder Club auch eine bekommen. Dann haben wir Saison-Superstars. Das sind Special-Karten und hier hat auch jeder Club eine bekommen. Und dann haben wir, wie es gewöhnlich an ihr ist, die zweite Liga-Logo-Karten noch dabei. Also das sieht mir jetzt ja erstmal hier nach gar nicht so viel Karten zum Sammeln aus. Dann haben wir hier die Sammelmappe. Ganz normales Örtlein. Dann haben wir hier noch so ein Poster, was angesprochen war. Hier sehen wir schon zwei Update-Base-Karten von erste und zweite Liga. Dann die zweite Liga-Logos. Dann hier die Saison-Superstars. Da die beiden Legenden mit Karl-Heinz Köbel und Steven Cirondolo. Und dann hier die neuen Ballverliebt-Karten, die anscheinend aber auch keine Power-Karten, wie gesagt, sind. Und dann haben wir hier noch einmal die Spielregeln. Und wenn wir das Ganze aufklappen, das Doppelspielfeld. Aber was auch aus ganz normalem Papier ist, nicht so wie bei den anderen Serien schon. Also das würde ich nicht mit rausnehmen, sozusagen zum Spielen im Nassen. Und dann haben wir hier noch die zweite Bundesliga-Teams. Die haben auch wieder drei Update-Karten bekommen. Ich hoffe mal, ihr könnt alles so sehen. Ich ziehe das einfach mal durchs Bild. Und dann haben wir hier die beiden Legenden und die Limited-Edition-Karten, die es gibt. Sehr interessant. Es gibt 10 limitierte. Davon 3 in den Bravo-Sport-Ausgaben mit Leite, Moukoko und Kabak. Im Starter-Pack heute ziehen wir also den Davis. Und dann gibt es nur noch die Limis wohl ganz normal in den Boostern und in den Blister-Packs. Und das gibt es dann zum Beispiel Endo, Itakura, Diaby, Olmo, Kolomouani, Weiser. Die gibt es dann wohl nur dort. Dann haben wir hier noch Redaktionsschluss, war der 10. Januar, also sozusagen im neuen Jahr frisch. Und dann haben wir hier noch Werbung für Magitex Extra und Social Media. Also das sieht mir ja gar nicht mal nach so vielen Karten aus. Mal gucken, ob es auf dem normalen Booster draufsteht, wie viele Karten in der Serie drin sind. Also das enttäuscht mich halt schon ein wenig, wenn ich ehrlich bin. 174 Sammelkarten gibt es nur. Okay, das ist ja echt nicht viel. Und Saison Superstar und Clubkarten sind 2 pro Pack und die Legenden sind 1 in 24 Päckchen und wie gesagt, die Limitierten gibt es auch in den Boostern, die sind 1 in 36 Päckchen. Und keine Ortszüge Autogramm natürlich, wieder mal. Aber das enttäuscht mich jetzt schon, weil ich hatte mich auf eine Serie gefreut, wo bestimmt nochmal 200, 300 Karten zu sammeln sind, aber das ist jetzt ja nun nicht der Fall. Naja, die Serie wird da wohl relativ schnell voll sein oder man kriegt halt viele Doppelte. Muss man mal gucken. Also muss ich auch echt sagen, wie gesagt, enttäuscht, weil das ist aus meiner Sicht jetzt erstmal ohne die Karte zu sehen. Auf den ersten Blick eine der schlechtesten Serien, die Tops von Magitex rausgebracht hat. Und wirkt irgendwie so, wir müssen ja was rausbringen, weil es halt Tradition hat. Aber wir geben uns jetzt da keine Mühe für. Also keine Ahnung, da bin ich auch überfragt, was ich dazu sagen soll. Aber schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare.
Und hier haben wir das Päckchen mit 6 Spielern drauf, von oben links nach unten rechts mit Widmer, Krall, Kidira, dann Füllkrug, Gnabry und Mukuku. Die Odds hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Und ich würde sagen, wir schauen mal in unser erstes Päckchen rein. Vielleicht haben wir ja eine Legende, Autogramm oder limitierte Karte. Das sind ja sozusagen die Karten, die man wirklich in dieser Serie sucht, weil sie richtig selten sind. Mal gucken. Dann haben wir auf jeden Fall hier auch wieder Kaus. Die könnt ihr gerne haben. Und starten mit unserer ersten Bundesliga-Update-Karte. Das ist Timothy Fosu-Mensah für Leverkusen. Dann haben wir Sven Michel, Christopher Lenz, Florian Dietz, Marvin Pieringer für die zweite Liga, dann Ejuke. Dann einmal drehen haben wir Patrick Meinka, der Kapitän der Heidenheimer. Dann, oh, die ist schön. Hamburg, ihr wisst ja, ich mache den HSV sehr gerne. Ludovic Reis, Ludo Reis, mit einer der besten Spieler dieses Jahr. Und dann noch Lukas Kübler. Und dann haben wir eine der Ballverlustkarten. Aber wie ich schon gesagt habe, es sind keine Powerkarten. Sind auch hinten nicht bei den Ozean mit aufgelistet. Und hier haben wir Dennis Geiger für die TSG aus Hoffenheim. Und dann haben wir hier unseren ersten Saison-Superstar mit Florian Kainz für Köln. So sehen die aus, mit so einem Stern im Hintergrund und mit einem Lila-Design. Erinnert mich so ein bisschen an die Serie aus dem letzten Jahr, wenn ich ehrlich bin, zumindest was das Lila-Design angeht. Und der Stern heißt ja Star, heißt ja Stern auf Deutsch übersetzt, deswegen passt das ganz gut. Und dann haben wir noch direkt einen zweiten. Das heißt, es ist nicht Logo und Saison-Superstar garantiert, sondern zwei Karten von der Kategorie. Das heißt, wir können auch theoretisch mal einen Booster ziehen, wo zwei Logo-Karten drin sind. Und hier haben wir Niklas Füllkrug als Saison-Superstar. Interessant. Und dann öffnen wir nochmal das Limi-Pack. Hier sind wahrscheinlich dann keine Orts drauf. Ne, limitierte Karte. 5 Karten pro Booster. Und ihr seht, auch hier sind die gleichen Spieler vorne drauf. Ich denke mal, wir werden dann hier 4 Base-Karten und eine limitierte Karte sehen. Und die Karte von der limitierten Version ist ja klar. Gab es ja schon im Starter-Pack sozusagen zu sehen, welches immer garantiert gibt. Und das ist hier der AD19, Alphonso Davies, Nummer 19 bei den Bayern. Und mit meinem Lieblingsspieler aus der Bundesliga, also Davies ist ja mit mein zweiter Lieblingsspieler und mein Lieblingsspieler ist immer noch Breel Donald Embolo. 93er Wert in der Verteidigung und 67er Angriffswert, also insgesamt 160er Wert, wenn man das so rechnen möchte. LE 32 für die Bayern und das Design von den Limis ist natürlich gleich wie bei der normalen Serie aus dem Herbst. Und dann haben wir noch Hauke Wahl, Vincenzo Grifo, Ball verliebt, genau wie Marvin Ducksch und sogar noch eine Powercard. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aus meiner Sicht, um ehrlich zu sein. Ich dachte, die packen hier 4 Basecards rein. Das ist die nächste Saison-Superstar-Karte mit Daichi Kamada für die Frankfurter Eintracht, der Mann aus Japan. Das war auf jeden Fall das Starter-Pack-Unboxing. Nicht so viel zu entdecken wie in den Jahren zuvor und leider auch nicht so viele verschiedene Karten. Ein Logo konnte ich euch jetzt leider auch noch nicht präsentieren oder eine Legende. Aber sonst eigentlich alles gesehen und das ist eigentlich schon relativ enttäuschend. Also wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und dann sehen wir uns, denke ich mal, bald bei einem Display-Unboxing. Das habe ich mir natürlich auch bestellt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier noch eine Playlist aus, genau wie hier. Hier könnt ihr abonnieren und hier noch eine von uns Videos checken. Bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.